Sehr kompetente Antwort, Herr Dr. Pabler. Vielen Dank, Natascha Nein, Strohl. Wollte mich da zurücknehmen, weil es ist jetzt gefährlich. Du triffst einen harten Punkt bei mir, der mich jahrelang beschäftigt hat, nämlich, dass ich diese Europäische Union überhaupt nicht leider finde. Also ich war in dieser Bewegung gegen dieses Konstrukt aktiv, ein neoliberalistisches, protektionistisches Konkurrenzaufbau, das gegen den US-amerikanisches Konstrukt in der übelsten Art und Weise. Und wenn wir gesehen haben, das aggressivste außenpolitische, militärische Bündnis, das es je gegeben hat, mit Beistandsverpflichtungen, man wirtschaftliche Interessen von Mitgliedsländern außerhalb der Europäischen Union, also schlimmer als sozusagen, was die NATO vorgegeben hat, sozusagen in der Doktrin. Also wirklich mit den Außenangriffen und mit Radien, der Neumann damals als deutscher NATO-Vier-Sterne-General, der das sogar da öffentlich gesagt hat, waren da wirtschaftliche Interessen gefährdet sind, dann fahren wir raus. Und wenn man sich anschaut, was alles passiert ist mit Maastricht-Kriterien und was sozusagen dann das Dogma war, das Neoliberale in der EU, in der Sozialdemokratie, weil das ja alles so befreit, da warst du sozusagen ein böser Mensch, wenn du nicht für die EU, weil die bringt Frieden und so. Also wirklich so dieses Scheißargument sozusagen immer so auf diese Schichten. Natürlich ist wichtig, dass man Frieden gehabt hat mit der Eisenmontanunion und dass man die zweckmäßig ökonomisch damals zusammenbunden hat, damit die möglichst wenig raffen und sie den Kuchen aufteilen. Aber nicht unser Konzept, kein soziales Konzept, keine Losung der Vereinigten Staaten von Europa sozusagen in dem Sinne, wo wir das gelesen hätten einmal, sondern wirklich eine Fragestellung, ein imperialistisches Projekt, wenn ich das marxistische Projekt, das sozusagen ein paar Sozialstandards hat und die Sonntagsreden seit damals, seit den 90er Jahren, sozusagen der Neoliberalist ist darf nicht sehen, man muss den Sozialstaat, die Sozialstandards halten, immer in der Abwehr halten. Was da alles gekommen ist, Ende der 2000er mit MAE, das haben wir alles schon verdrängt, das sind alles EU-Konstruktionen, die da mitgemacht werden und offensiv betrieben werden. Und das ist die Fragestellung. Man ist sozusagen nicht unbedingt sozialistischer Internationalist, wenn man für das Konstrukt der Europäischen Union ist. Diese Kritik muss man jetzt allein, Rudi. Also das stelle ich schon in Frage, dass man für die EU ist. Da wäre ja gleich wahnsinnig. Man ist für Internationalismus. Und dieses Konstrukt der Europäischen Union gehört gegen. Nicht der europäische Geist, nicht der europäische Zusammenhang. Die Solidarität unter Völkern und zu gerechten Bedingungen, die Re-Regulierung des sogenannten freien Weltmarktes. Also all das, was unsere Grundsätze sind, sind nicht im Konstrukt drin. Bis zu, erinnert euch durch, Point für Point, Dienstleistungsrichtlinien, Militarisierung der Europäischen Union, Rüstungsausgabensteigerungen über 10-15% in der Finanzkrise, das Konstrukt des sogenannten EU-Rettungsschirms mit 4 Milliarden nach Griechenland, wo die westeuropäischen Ausfallshoffnungen der Banken und Versicherungen deckt worden sind und gleichzeitig in Griechenland die Kindersterblichkeit entgegengegangen sind und die Leute nichts zum Essen gehabt haben. Das ist die Europäische Union in der Auswirkung. Und das sind die Sozialdemokratinnen in der Regierungsspitze damals gewesen, auch bei uns, ja, wurscht, was die Funktionen das gehabt haben, die das System mitentwickelt haben. Nicht zum Schauen, wie kriegen wir die Leute aus, wie stützen wir die Volkswirtschaft, wie investieren wir in den Tourismus, in die Pharmaindustrie, weil das so ein wichtiger Zweiger ist in der Finanzkrise damals auch für Griechenland. Wie investieren wir das, sondern wie schaffen wir ein Konstrukt, dass unsere westeuropäischen Banken und Versicherungen, die jahrzehntelang Milliarden geschäffelt haben, sozusagen dann ja nicht hocken bleiben und dass der Steuerzahler und die Steuerzahlerin, also wir Menschen, diese Krise zahlen. Das war die Aufgabe. Und darum bin ich auch so ein bisschen emotional, da könnte man eine ganze Sendung machen. Als Internationalist muss man dieses Konstrukt in Frage stellen. Genauso radikal, wie ich es vorher gesagt habe in der Systemkritik. Nicht zum Raffen, bitte gibt uns ein bisschen mehr Sozial- oder baut es nicht so schnell an und statt nicht so schnell Gesundheitsstandards, Bildungsstandards, aber vor marktliberal. Ja, die haben uns damals gesagt, Preisstabilität ist das Dogma. Preisstabilität in den 90er Jahren. Wenn man sich anschaut, wie sich die Preisstabilitätsrate in den Mitte 90er Jahren halbiert haben, und dann haben sie uns gesagt, Preisstabilität. Dann wird sich die ökonomische Stabilität, also Arbeitslosigkeit, dann wird sich die ökologische Stabilität, dann wird sich alles einstellen, das ist unser Dogma. Die Preisstabilität hat sich damals halbiert und die Arbeitslosigkeit ist gestiegen und alle anderen Schichten sind auch erobert worden. Und das ist die Wahrheit sozusagen auf dem Tisch, wie radikal dieses Konstrukt ist. Und da kann man gute Sachen dran finden. Ich finde es auch gut, dass man ansetzt an einen europäischen Gedanken, der darf aber nicht sozusagen am Schreibtisch der Täterinnen des Marktliberalismus passieren. Und das ist auch das, was das führt uns wieder zurück, muss ich mit der Emotionalität wieder ein bisschen runterbringen, das führt uns zurück, was der Anspruch an der Sozialdemokratinnen ist. Ihr könnt auszucken, wenn ich mir die Bilanzen anschaue von unseren Vertretern, die da international machen, was ihnen wichtig ist oder nicht wichtig ist. Da gibt es wichtige Beschlüsse, die wichtig sind zum Abfedern, zum Initiativanträgen, aber das Konstrukt haben wir in Frage gestellt. Deswegen waren wir damals so kritisch, 1994, 93, wie es dann gegangen ist, sozusagen um diese Konstruktionen. Also haben wir bis heute bewahrt und wir sehen auch, wer Krieg geführt hat. Jetzt fange ich nicht an mit Jugoslawien und was weiß ich was, wer da alle dabei war.
Wäre jeder Kollege Stocking oder Schwächer zuständig?